Vor einer längeren Zeit habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich euch gezeigt habe, wie ihr coole Köpfe bekommen könnt. Und in diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen Kopf bekommen könnt, beziehungsweise einen Spielerkopf. Also, viel Spaß mit dem Video! Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin's mal wieder, euer Curry, und in diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen Minecraft-Kopf bekommen könnt. Zuallererst öffnet ihr den Chat und gebt dann wieder das Befehlszeichen ein, also den Slash, und gebt dann folgendes ein. GIF und dann @p, weil ihr möchtet das Ganze ja haben. Leertaste Minecraft Doppelpunkt Skull, also weil ihr möchtet einen Kopf bekommen. Drückt dann die Leertaste und gebt jetzt die Menge an, wie viele Köpfe ihr haben möchtet. In meinem Fall ist das jetzt 1, denn ich möchte nur einen Kopf davon bekommen. Und dann müsst ihr eine 3 angeben. Das ist wichtig, denn wenn jetzt zum Beispiel eine 1, also beziehungsweise eine 0, fangen wir damit an, eingebt, dann bekommt ihr nämlich einen ganz normalen Skelettschädel. Wenn ihr jetzt eine 1 eintragen würdet, dann bekommt ihr Wither-Skelettschädel, bei einer 2 bekommt ihr einen Zombie-Skelettschädel, bei der 3 würdet ihr den normalen Kopf bekommen, dazu gleich aber mehr. Bei der Nummer 4 würdet ihr einen Creeper-Kopf bekommen und bei der 5 würdet ihr dann den Enderdrachen-Kopf bekommen. Das kann ich euch zeigen, hier bekommt ihr dann den Enderdrachen-Kopf. Wichtig ist, dass ihr den Enderdrachenkopf auch nur in der Version 1.9 bekommen könnt. Wenn ihr jetzt also in der 1.8 spielt oder höhere Versionen, die nicht mit der 1.9 zusammenhängen, könnt ihr diesen Block nicht bekommen. Dann wird im Chat stehen, dass ihr einen Skelettkopf bekommt, aber dann bekommt ihr einen Block ohne Textur. Das könnt ihr mal ausprobieren. So, wir wollen jetzt aber allerdings unseren eigenen Kopf haben. Aus dem Grund geben wir jetzt wieder eine 3 ein für den ganz normalen Kopf. Geben jetzt nochmal eine Leertaste an und machen jetzt mal die eckige Klammer, also diese gebogene Klammer da. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Und jetzt müsst ihr in diese Klammer reinschreiben, Skull Owner, also für den Kopfbesitzer halt eben, und gebt jetzt einen Doppelpunkt an und jetzt gebt ihr den Namen an von demjenigen, wo ihr den Kopf bekommen möchtet. In meinem Fall wäre das jetzt Curry Player, also gebe ich hier Curry Player ein. Und mach die Klammer wieder zu. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann bekomme ich hier, wie auch im Chat gerade gesehen, hier meinen eigenen Kopf. Das könnt ihr auch mit ganz anderen Köpfen machen. Also gebe ich jetzt zum Beispiel mal ein, Los Bichos, den Namen gibt es auch. Und dann würde ich hier den anderen Kopf bekommen. So könnt ihr die Köpfe, also eure eigenen Spielerköpfe oder die Köpfe von euren Freunden bekommen, könnt sie auf die Map setzen und einfach als Dekoration verwenden. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr nichts mehr meiner Videos verpassen wollt, dann lasst doch ein kostenloses Abo da. Dann würde ich sagen, haut rein und bis die Tage!